Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird's spannend. Wir quatschen über E-Motorrad. Da steht das gute Ding. Der Romano ist dabei und ich starte jetzt einfach mal das kurze Intro. Los geht's. Also, um die Geschichte mal ein bisschen hervorzuholen, ich und mein Kollege, der Florian, wir kommen beide aus dem MX-Sport und wir hatten immer bei uns zu Hause das Problem, wir wohnen sehr idyllisch und viele Wanderer, Leute mit Pferden und so weiter und so fort, und da passt halt natürlich dieses Thema Motorsport ja mal gar nicht so ins Konzept. Ja. Und uns ging es einfach tierisch auf den Sack, dass wir jedes Mal mussten eine Stunde irgendwo hinfahren, um wirklich dem Sport nachgehen zu können, zu trainieren zu können, und dann haben wir relativ früh schon gesagt für uns, wir brauchen zumindest mal für uns was Elektrisches, um eine Lösung, einfach wirklich bei uns zu Hause den Sport machen zu können. Wenn es nur eine kleine Strecke ist, wie auch immer, aber einfach um Spaß haben zu können, um fahren zu können. Und das hat uns dazu dann auch bewegt, die erste Version des E-Box zu bauen. Der Name E-Box ist ja auch geil, ne? Also, auf jeden Fall. Polbock ist der komplette Name. Genau. Also dein Nachname Pol, der Nachname vom Kollegen noch mit eingebaut. Genau, so ist Hammer. Es. Hammer, ja. Wahnsinn. Es ist so wie das Bike selber auch, einfach und funktional. Der Name, jeder versteht es, E-Bock, jeder weiß, was los ist. Ja. Und jeder versteht ein schönes Wortspiel. So ist es. Bevor wir jetzt weiter quatschen, gehe ich in die Klamotte, fahre eine Runde und dann quatschen wir wieder. Jawohl. Es gibt nämlich irre viel zu erzählen heute in diesem Beitrag. Richtig spannend, bleib drauf. Bis gleich. Soll ich dir mal was sagen? Ich bin jetzt schon beeindruckt. Schau mal, das ist der Pickup, ja? Guck mal da, das ist der Pickup. Da musst du mal ein Stückchen vorgehen. Der hat ca. 500 Newtonmeter. Und das Motorrad hat im Peak 560 Newtonmeter. Guck mal. Weißt du, das ist, da krieg ich schon ein bisschen Puls. Ich bin sehr gespannt, wie sich das anfühlt. Sehr gespannt. Ich bin da schon ehrfürchtig. Also ich habe da großen, großen Respekt davor, weil das ist schon... Gewalt. Die Bedienung vom E-Box selber ist eigentlich wirklich spielend einfach. Es gibt hier einen Schalter zum Ein- und Ausmachen. Ja. Das ist auch der Hauptschalter, falls irgendwas sein sollte. Du kippst um oder was weiß ich, Steilhang, egal was ist. Du kannst das Motorrad hier jederzeit ausschalten. Ja. Und es ist einfach alles ab. Es alles kann auf. Überhaupt nichts, ja, passieren, oder? Okay. Dann hat man hier auf der anderen Seite, was man im Normalfall kennt vom Abschalter vom Motorrad, ja, einen sogenannten Mapping-Schalter, wo man einfach einmal drauf drückt. Dann hört man es akustisch, okay, dass was passiert, ja, genau, und kann so bis zu 8 verschiedene Mappings komplett frei programmierbar. Also da reden wir von Leistungsentfaltungen, Motorbremsverhalten, Bremsverhalten selber, zu der wir jetzt auch gleich dann noch kommen. Ja. Also alles, was man sich vorstellen kann, kann man wirklich auf diesem Mapping-Schalter hinterlegen, was man halt je nach Fahrer speziell will. Okay, also um es jetzt auch nochmal so zu vereinfachen, hier haben wir jetzt ein softeres Map. Jawohl. Also, dass man das als Normalsterblicher bedienen kann. Aber es gibt auch hier noch was zu sagen, Bremse. Du hast gerade angesprochen. Wir haben hier eine Brembo-Bremsanlage drauf. Kennt jeder. Also Standard, wie es beim Motocross üblich ist. Jawohl. Aber hier haben wir keine Kupplung, sondern auch nochmal eine Bremse. Ganz genau. Hier haben wir jetzt die Hinterradbremse, die auch von uns aus dem Haus kommt. Und die funktioniert rein rekuperativ. Das heißt also, wir haben keine Bremsscheibe, keine Zange. Gar nichts, überhaupt nichts, was irgendwie verschleißt, was wieder was kostet, ja, oder wie auch immer. Der Kraftfluss geht rückwirkend auch wieder über die Kette, über den Motor. Er funktioniert dann praktisch als Generator und die Energie, die wir brauchen zum Bremsen, geht wieder in den Akku rein. Rekooperativ, Leute! Genau. Super. Es gibt auch die Option für Leute, die es wollen, die gleiche Armatur hier unten am Fuß zu haben. Okay. Je nach Fahrstil, ja, je nachdem, was man wirklich lieber hat. Mir empfehle immer hier oben. Ja. Es braucht ein bisschen Umgewöhnung im Kopf, wenn, ja, man es dann aber mal drin hat. Von denen Fahrer, was
wir so kennen, sind eigentlich alle sehr begeistert, weil man einfach auch den rechten Fuß frei hat. Die ganzen Bedienelemente hier oben, man kann sich wirklich rein komplett aufs Fahrrad konzentrieren. Fahrrad, ja, beim Biken. Beim Fahrrad, wie beim Biken wirklich. Nur halt richtig rum. Genau, und ohne Treten. Ohne Treten. So, jetzt probiere ich mal ohne Treten. E-Bock läuft bei uns. Es ist einfach der Hammer. Das Einzige, was du hörst, ist der Lüfter hier von dem Fahrzeug und mehr nicht. Und du hörst alles, du hörst die Räder, du hörst die Reifen, du hörst die Steine, du hörst die Traktion. Richtig geil. Hammer. Also hier haben wir ja so einen ganz gewöhnlichen Rahmen, eine normale Schwinge. Wir haben hier Komponenten, die ich ja nicht irgendwo im Exotenladen finde, sondern eigentlich bei Husqvarna kriege. So ist es. Die Komponente, was hier verbaut sind, die kriegt jeder gewöhnlich bei seinem Händler, Internetshop, wo er sein Zeug halt herholen will, sind Husqvarna-Verzahnungen, Husqvarna-Ketteblätter, Kette, klar, Standard, wie man es einfach auch kennt. Der ganze Grundaufbau, auch der Rahmen, die Schwinge ist Husqvarna, also ist ein Chromolybdenstahlrahmen, richtig hochwertiges Material. In unserem Auge das Beste, das Leichteste für alle Dinge, leichter wie jeder andere Alurahmen. Ansonsten haben wir hier oben drauf unsere Verkleidung. Das ist jetzt GFK, ne? Aber ihr habt GFK kombiniert mit Carbon. Carbon, ne? Der hintere Teil von hier vorne bis circa hier, mit so ein paar Zugsträngen nach vorne, ist aus Carbon. Einfach darum, da ist es oft sehr viel Matsch drunter klebt, das ganze Ding vibriert, jeder kennt es, bricht irgendwas ab. Deswegen hier einfach Carbon, um es einfach haltbarer zu machen. Und hier nach vorne, um auch wieder den Preis zu senken, einfach normales GFK, weil es halt einfach herkömmliche normale Gebrauchsspuren immer hat. Abrieb mit den Stiefeln, fliegt um, bricht mal was ab und so weiter und so fort. Aus dem Grund einfach hier die GFK-Variante. Wie ist das jetzt, weil du eben auch Matsch erwähnt hast? Irgendwie muss ich es ja sauber kriegen. Jetzt habe ich mal in der Schule gelernt, Wasser und Elektrizität. Jawohl. Wie sieht es da aus? Der Lehrer sagte damals, lass er besser. Ja, der Lehrer war auch gar nicht da so dumm, aber bei uns ist die Sache ein bisschen anders. Und zwar das ganze Moped ist IP69K. Also das heißt komplett so, wie es hier da steht, voll mit dem Hochdruckreiniger reinigbar. Man muss nirgends darauf achten, auf was ich drauf spritze, wo ich drauf spritze. Also man kann wirklich hier volle Lotte, wie man es gewohnt ist, vom Verbrenner draufhalten und alles sauber machen. Findest du das gut? Top 5. Wie gefällt dir denn sowas, sag mal? Ja, auch gut. Interessant, ich bin zwar nicht gefahren, aber ich finde es interessant. Es klingt irgendwie schon so verlockend irgendwie, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Oder Area 47 oder sonst was, wo es wirklich um einen Verleih geht, sind halt solche Bikes perfekt, weil man wirklich mit, auch mit diesem Mapping jeden draufsetzen kann, egal ob irgendwie Erfahrung hat oder nicht. Ja. Er sitzt drauf, er fährt, wie kann er fahren. Du fragst einmal, wie fit bist du? Sehr fit, alles klar, kriegst ein bisschen mehr Schmalz rein. Unfit, Bürohengst hier, der einen Kugelschreiber jeden Tag hebt hier, der kriegt ein bisschen weniger Schmalz rein. Man steht unter Beobachtung mit ihm. Ja. Ne? So, da müssen wir jetzt erstmal gucken. Definitiv. Ja. Unter strenger Beobachtung. Strenge Beobachtung. Strenge Beobachtung. Strenge Beobachtung. 200%. Krass. Ja, es ist so. Die meisten Leute, die kennen es einfach nicht. Für die ist das erstmal so, ich bin doch hier der Motorsportler. Ich muss doch hier irgendwo den Gestank hinter raus haben und ich muss doch den Krach haben. Ich bin doch ein richtiger Mann, so auf die Art, oder? Ja. Und hier ist es halt erstmal was ganz anderes. Niemand kennt es richtig. Die meisten, die kennen halt, sage ich jetzt mal, die Freeride oder sowas. Ja. Und dann sitzen sie jetzt auf der E-Bock drauf und dann auf einmal sind sie total begeistert, wie das Ding fährt oder wie sich das verhält, wie geil es ist. Es ist aber auch krass, wenn du erstmal jetzt hörst, durch das fehlende Motorgeräusch, wie viel, welches Geräusch woher kommt. Ja, auf jeden Fall. Auch, dass so Stollenreifen auf Schotter Geräusche machen. Ja. Wir
können nicht unbegrenzt fahren, ist klar. Jawohl. Ihr verwendet jetzt auch keine Lithium-Ionen-Akkus, aus einem besonderen Grund, weil ihr sagt, ihr möchtet, dass der Kunde ein haltbares, simpel zu fahrendes, zu händelndes Fahrzeug bekommt. Genau. Und deswegen nehmt ihr andere Akkus, die etwas schwerer sind, aber auch von den Ladezyklen stabiler laufen. Ne? Jawohl, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen sicherer sind. Ja. Weil das ist ja oft die Sache, die viele Leute dann sagen, dann irgendwie, hey, da brennt doch der Tesla und so weiter und so fort, oder? Ja. Und wir benutzen Lithium-Eisenphosphat-Zellen. Die sind wirklich, wie du auch sagst, wie ich gesagt habe, die sind einfach sicherer. Die sind von der Lebensdauer einfach höher. Hier reden wir bei unseren Akkus von 1400 Ladezyklen und erst dann fangen sie langsam an abzubauen. Im Vergleich Lithium-Ionen-Zelle zwischen 700 und 800 Ladezyklen sind wir halt um den Daumen rum bei 75%. Und das ist schon okay. Also wenn du die Kurve nimmst, die geht viel steiler und schneller runter. Man kennt Sollen wir da mal einen wegbauen, dass wir das mal zeigen können? Weil, was heißt wegbauen, ne? Das ist so, das ist relativ fix. Und das war's. Und hier fließt der Strom jetzt, ne? Also das ist also, so der Abnehmer. Das sind beide Pole. Und es ist so gemacht, dass ihr quasi noch Niederspannung habt. Genau, 36 Volt. Ja, also es fliegt keiner in die Luft, es kriegt keiner eine Sturmfrisur beim Hinlangen. Es brennt auch niemand. Der Hund kann mal hinschlecken, wenn er will. So ist es. Das Kind kann auch mal dran packen, da passiert gar nichts. Passiert gar nichts. Also nicht so wie bei den Dingern, die so Steckdosenstrom bereitstellen. Gibt es, oder? Gibt es natürlich. Okay. Also unser Konzept ist wirklich alles im Niederspannungsbereich, Sicherheitsgründe und so weiter und so fort. War für uns ganz klar, dass wir auf jeden Fall definitiv im Niederspannungsbereich bleiben, weil wir können mit den Strömen umgehen. Wir brauchen natürlich die hohen Ströme, um die Leistungen dann auch bereitzustellen. Aber wie du ja gespürt hast, gibt es da keine Probleme. Und was haben wir hier Gewicht? Oh ja, 14 Kilo. Das ist ordentlich, Das ist ordentlich. Aber irgendwo das Gesamtgewicht vom Fahrzeug ist 105 gering. Kilo. 105. Ich weiß jetzt aktuell, die neue YZ250F, die neue Yamaha zum Beispiel, hat 106 Kilo. Ja. Also wir sind hier wirklich im Bereich von der 250, oder? Vom Gewicht her. Okay. Und wenn ich es jetzt laden will, wie lange dauert das? Da haben wir jetzt hier so ein spezielles Ladegerät. Das ist unser Standardladegerät. Das wird dann hier so eingehängt? Ganz genau, muss auf die Seite mit dem Akku. Okay. Hier und dann einfach so rein. Dann einfach mal so reinschwenken, genau. Ah ja. Genau. Okay. Und das war's. Das war's. Dann wird es eingesteckt. Das kann ganz normal hier. 230 Volt. Kann auch mit dem Notstromaggregat betrieben werden, wenn man es braucht. Ja. Und mit dem Ladegerät werden die beiden Akkus in einer Stunde vollgeladen. Abgefahren, okay. Und wenn man jetzt einen kleinen Stromer hat, kann man das noch umstellen, man kann, dass man nicht so viel Strom reinfügt? Ja, genau. Okay. Das kann man hier umstellen. Wir haben zwei Lademodis. Das heißt, ich kann auch nur mit der halben Leistung laden. Dann kann ich es wirklich auch mit einem herkömmlichen kleinen Aggregat. Wie mit so einem Honda, so ein genau. Das, was fast jeder im Wohnmobil drin hat, reinladen. Dann brauche ich halt natürlich 2 Stunden zum Laden. Ja, geil. Optional gibt es aber auch die andere Seite, ein Schnellladegerät. Da brauche ich dann aber der 16 Ampere. Anschluss, da kann ich dann die ganze Sache in einer halben Stunde vollladen. Ich weiß jetzt schon, dass die Frage aufkommt, wenn ich es jetzt umrechne, was kostet quasi eine Tankfüllung? Eine Tankfüllung kostet so um den Daumen rum ca. 1 Euro. 1 Euro für auf der Motocross-Strecke berechnet, je nach Fahrkönnen und Fahrweise, 30-40 Minuten. 30-40 Minuten Motocross, genau. 1 Euro. 1 Euro. Also ihr könnt auch gerne mal bei uns auf der Homepage vorbeischauen. Ja. Da haben wir nämlich auch diese Rechnung, was kostet ein Verbrenner, was kostet ein Elektrofahrzeug. Ja. Einfach mal so auf die Stunde ausgerechnet. Und unter seht ihr auch so einen ganz kleinen Button. Und wenn ihr da draufklickt, dann habt ihr hier eine schöne Auflistung mit einer schönen Tabelle, wo einfach die ganze Flüssigkeit, das Zeug, was man halt alles so reingibt, was man halt so braucht für das Fahrzeug, für einen Verbrenner. Einfach mal so ein Vergleich. Ja. Du weißt es jetzt schon, ne? Also du hast quasi die Kosten vom Fahrzeug in einem Jahr. Genau, wieder draußen. Wir sind hier im Kaufpreis, so je nachdem, was man natürlich kauft, so ungefähr, sagen wir mal so 3000 Euro mehr. Die Kosten sind aber für einen, der zwischen 50 und 60 Stunden im Jahr fährt, also sagen wir mal so ein Amateurfahrer, in einem Jahr, ganz genau in 13 Monaten, sind die Kosten schon wieder drin. Okay, und richtig interessant wird es, wenn wir über Revision sprechen.
Wir haben Betriebskosten und Wartungskosten. Beim Verbrennungsmotor, sagt man so, nach 100 Stunden wird ein bisschen was gemacht. Kostet ungefähr ein Tausender, roundabout, oder mehr. Also jeder, der schon mal eine Motorrevision hinter sich hatte, ich meine jetzt eher so vielleicht nicht gerade die prophylaktische, sondern es hat irgendwas zerschlagen, ja, im Motor, dann reichen meistens 1000 Euro gar nicht. Wie sieht's aus? 350 Betriebsstunden, sagst du, okay, dann gucken wir mal rein, mit welchen Kosten muss ich da rechnen? Genau, also wenn man dann was machen lassen will, man kann natürlich das ganze System fahren, bis, wie du auch sagst, es irgendwann mal irgendwas zerschlägt, aber das Einzige, was es hier zerschlagen kann, sind lediglich die Lager, wo einfach im Motor drin sind. Und wenn wir die Lager wechseln nach genau diesen 350 Stunden, dann reden wir hier von einem Preis von ca. 300 Euro. Also wartungskostenmäßig hat man hier wirklich an diesem Fahrzeug im Vergleich zum Verbrenner fast gar nichts. Fast gar nichts, genau. Wir müssen natürlich das auch insofern ehrlich betrachten. Ihr habt weiterhin natürlich Bremsbeläge vorne. Ihr habt Reifen, Schläuche, Mus, Kette, Ritzel, Kettenrad. Fertig. Ungewohnt, weil du hast einen riesen Respekt davor, ja, weil das direkt schiebt. Ja. Und ich bin noch nie so bescheuert eigentlich auf diesen Versorgungswegen gefahren, ja, aber nur um das mal zu fühlen, weil ich mir denke, so, das gibt's ja gar nicht. Hat die eine Kupplung? Die hat keine Kupplung. Und da habe ich auch erst gedacht, so, ich kann das jetzt nicht ohne Kupplung, aber das hat so viel Druck, dass das eigentlich fast egal ist. Das ist wahrscheinlich wie bei einer Trailer, da macht man ja viele Sachen auch gar nicht mit einer Kupplung. Genau. Sondern du machst ja einfach nur einmal kurz am Gas und dann geht das ja schon hoch. Und ja, ja. Aber zum nochmal ganz kurz einhaken, es gibt auch hier wieder bei uns die Option, wir haben auch diese Armatur als elektrische Kupplung. Also wenn jemand wirklich mit Kupplung fahren will und das einfach drin hat, dann macht man hier oben ein anderes, wird das umprogrammiert, dann okay, fungiert die. Ist dann natürlich nicht mehr die Hinterradbremse, ja, logisch, kann die sie nicht mehr sein. Aber dann da die unten muss dann hinlegen, nach unten, ja, und dann wirkt diese Armatur als elektrische Kupplung. Das heißt, du kannst dann auch mit schleifender Kupplung den Berg hoch? Jawohl. Ah, okay. Und aber du kannst auch praktisch wirklich am Gas bleiben, ja, und es ist genau der gleiche Befehl wie der Gasbefehl, nur einfach umgekehrt und als progressiver von der Kurve her, ja, dass du wirklich am Gas bleiben kannst. Du ziehst die Kupplung, du lässt die Kupplung auch so schnalzartig los und du kannst auch so in die Kurve reinfahren. Also theoretisch, du ziehst das Gas auf, du fährst rein. Ja. Machst alles mit der Kupplung, gehst wieder raus, auf, fertig. Und mit dem Hebel nimmst du dann praktisch nur Leistung. Genau. Hier stehen die Reserveakkus, aber ich schalte jetzt nochmal ein und sage euch genau, was ich noch Akku drin habe. Wir sind ja relativ viel, bin ich gefahren. So, jetzt pass auf. 89%. Der Akku verbraucht ein bisschen, erholt sich wieder und geht dann wieder hoch. Also, und Alex, wie lange bin ich jetzt gefahren? Also locker eine halbe Stunde. Auf jeden Fall. Aber eben, bitte nicht verwechseln, wenn ihr natürlich hier im Wettbewerbsmodus unterwegs seid, ist die angegebene Zeit real und sehr ehrlich von den Jungs. Aber hier zum Rumstrohlen, ja? Also da könnt ihr jetzt noch mit den Reserveakkus, da könntest du einen ganzen Tag draus machen. Wahrscheinlich. Also müsste man jetzt ausprobieren im Langzeittest, aber so. Erster Eindruck, ich bin geflasht. Mir hat immer das Motorrad gefehlt. Also alles war gut, aber das Motorrad hat man irgendwie vergessen. Hier hat man das Motorrad und alles andere ist auch super gemacht. Also von daher hat man was Hochwertiges, was echt was Hochwertiges. Und es macht mega Spaß. Das mit der Kupplung, das hätte ich gerne noch probiert, aber gut, das jetzt hier oben die Bremse liegt, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mich so schnell dran gewöhne. Aber so wie ganz normal fahren. Ist sogar von der Gewöhnungsphase schneller als umgedrehtes Schaltschema fahren. Brauchst du ja auch nicht. Schalten brauchst du auch nicht. Also hast du einen Gedankengang frei und der sagt, okay, oben links ist die Bremse. Für hinten. Top. Eins haben wir noch gar nicht besprochen und zwar der exakte Preis für so ein Setup, Motorrad und Ladestation. Das ist immer so der Basis, die Basis. Genau, oder? Das ist die Basis. Also wir verkaufen natürlich auch alles einzeln. Also Motorrad, Akkus, Ladegeräte. Wer schon ein Bike hat, wie auch immer. Und ansonsten das normale Setup, also Motorrad, Akkus und Ladegerät, kostet 12.186 Euro.
Okay, das ist machbar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, definitiv. Wenn ich jetzt sage, ich möchte ein bisschen mehr fahren, was muss ich kalkulieren für einen zweiten Akkusatz? Also für den, der vielleicht Wettbewerb fährt und mehr trainiert oder mehr fahren möchte? Genau, der zweite Akkusatz kostet knapp 3.000 Euro. Also hört sich zwar alles immer schnell relativ viel an, wenn man so die Zahlen vom Verbrenner kennt und so, aber wie gesagt, die Akkus von der Lebensdauer, alles, was wir jetzt drüber geredet haben, die ganzen Vorteile, oder? Da hat man wirklich ein Bike, das nicht nach 2 oder 3 Jahren fertig ist, sondern 350 Stunden wartungsfrei. Das ist einfach halt schon mal eine riese Nummer, was man sagen muss. Die ganze Laderei, alles ist wirklich auf die Langlebigkeit auch gemacht, oder? Also kein Bike irgendwie so billig und weg. Ja, und so kamen mir nämlich die Elektrobikes die ich bisher gesehen habe. Klar, wir mal KTM außen vor und Zero ist natürlich auch ein sehr guter Hersteller. Und ich muss dazu sagen, Erstkontakt wirklich so im Thema drehen, aber ein vollwertiges Motorrad. Und da, naja, KTM wäre jetzt beleidigt, wenn ich sage, die Freeride E ist kein vollwertiges Motorrad, aber mehr in dem Sinn gedacht, dass ich hier ein Motocross-Motorrad habe und wirklich Motocross fahren kann und nicht halt eben diesen Kompromiss habe. Das ist alles was Kleines, was Zierliches. Mega, richtig cool. Also ich sag mal, danke an der Stelle. Auf jeden Fall. Und Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann schenkt uns gerne ein Däumchen nach oben. Webseite wird natürlich eingeblendet und in der Videobeschreibung haben wir die unten drin. Hier wird es ein bisschen lauter, nämlich nebenan läuft Supermoto. Schöne Grüße aus Bielstein, aus Belgien. Tschüss.